macht's allerherzlichst willkommen zu Episode Nummer 3 von Flicks and Chill Nummer 2. Mein Name ist Kreis. Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge. Heute kein Freestyle für die Hardcore-Fans. Leider ist mir jetzt gerade spontan so nichts eingefallen. Ich habe gerade kurz überlegt, aber es ist einfach zu warm, um konstruktiv zu denken. Es ist einfach zu warm. Okay, wir spielen heute Rose, nachdem wir Frank das letzte Mal dermaßen ins Glück geführt haben. Habe ich heute ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir kriegen das heute hin, ja? Ich bin jetzt mittlerweile wieder extrem... Oh, Open Mic Night. Oh, 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 hier. Ich bin auf dem Slam Poetry Abend. Alles klar, dann weiß ich schon, wo ich hier gelandet bin anscheinend. Alright. Hier bin ich. Wo ist Jackie? Okay, sie macht sich wahrscheinlich gerade im Bad fertig. Okay, sie ist immer sehr nervös bei diesen Sachen. Ich bin auch immer sehr nervös. Okay, dann hänge ich nur mal rum, bis es dann beginnt. So, hallo, erstmal gucken, was hier steht. Slam Poetry, okay, akustische Expressionen und ganz viele tolle Anekdoten. Kaffee 1,50 $, ja, das geht doch klar, oder? Mit Zucker und Milch 2 Euro, finde ich ein bisschen übertrieben. Ein Kaffee mit Liebe gemacht, 4 Dollar, den würde ich nehmen. Den würde ich nehmen. Aber was ist da drin? Was ist die geheime Zutat im Liebescafé? Das wissen wir alle nicht so genau. Ah, okay. Moment. Dann nervt die Mucke nicht so hart. Okay, schauen wir mal. Was hat er denn für uns? Holen wir uns vielleicht erstmal Cookie. Ah, nee, wir gucken uns erstmal hier Impressionskunst an. Sehr, sehr abstraktes Bild. Aber sehr sexy, ja? Man sieht hier eindeutig der schwarze, nicht geschlechtlich näher bekannt gegebene und hier die weiße, geschlechtlich nicht näher bekannt gegebene Person reichen sich die Hand und küssen sich wild. Ich dachte, ich kann mit dem Typen hier reden. Okay, ja. Dann halt nicht, okay, dann gucke ich mir halt irgendwie andere coole Kunst an. Was geht bei euch ab? Hallo? Wer bist du? Bist du irgendwie hier, ich glaube, die hat ein ganz großes L auf der Stirn, oder? Ist so eine Tussi, oder nicht? Hier kann man eindeutig Nippel sehen. Hey, Carly! Carly ist ein Frauenname, oder? Ja, hey, Rose, ha? Willst du Jackie auch sehen, ne? Was? Leave what on the floor? Of course, klar, klar. Shit on the floor, wenn du willst. Alles auf dem Boden. Sie ist eine Legende. Okay, ich bin so aufgeregt. Ja, ich auch. Sie ist ganz okay. Mach ich auf cool oder mach ich auf... Ich mach auf cool. Ah, sie ist alright. Hey, Rose. Also ein bisschen mehr Ansporn würde ich ja schon erwarten, ne? Ah, okay, jetzt muss ich aber zurück zu dieser tollen Story, die Sean gerade erzählt. Er ist so süß. Okay, dann... Kein Ding, dann hören wir ihm doch zu. Wer, du oder was? Bist du der berühmte Sean-Storytelling-Typ? Yes, yes, yes. Und dann dann ist der Hund von meinem Roommate auf den Tisch gesprungen, ja? Mitten in die, also einfach in die Rede, die er gehalten hat. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Doch, wirklich. Und dann hat er sich den Turkey, also den Truthahn, vom Tisch gesnackt und ist einfach aus der Hundetür verschwunden. Ja, und dann haben wir am Ende beim Chinesen bestellt, ja, das war das dümmste Ostern, was wir hier hatten, Easter, was ist Easter? Und was dann als nächstes passiert, ich meine, das war's, das ist das erste Ende der Geschichte. Du kannst so tolle Stories erzählen, Sean, ja, du bist so cute, danke. Sean, hey, guck mal, ich bin black and curly, touch me, I'm black and curly. Was ist mit dir? Hast du noch was zu erzählen? Warte, wir schauen erstmal hier. Ah, guck mal, hier kann ich schon auf die Bühne gehen und was cool machen? Ah, Open Mic Stage, ja, die Plattform. Sehr Poetry Comedy, geil, alles sehr aufregend. Hier treten heute die Künstler der Stadt auf. Da schauen wir doch mal, was hat er denn zu erzählen? Hey, Rose, hey, willst du dich fürs Open Mic eintragen? Na klar. Ja, klar, schreib mich ein, you got it, Alter. Ah, ich mal sehen, mit was du heute startest. Ja, ich auch. Cool, jetzt bin ich eingetragen, oder was? Oh nein! Kannst du mich wieder runterstreichen? Ich will nicht auftreten. Viel Spaß gleich bei deiner Performance. Ich freue mich schon drauf. Okay. Haha, guck mal, ich stehe dahinter und winke. Ja, Quatsch. Okay, reden wir mal mit dem. Was ist denn mit dem hier? Mit Che Guevara Donny. Wow. Ja, ich freue mich jetzt schon. Aaron, oh, dafür bin ich ja hier, Alter, für die ganzen tollen Talente. Oh, die Cupcakes sind die besten, die ich jemals hatte. Ich bin 3 Stunden gefahren. But the Cupcakes, we're odd. Hä, was? Okay, verstehe ich jetzt nicht genau.
Vielleicht haben die sich hier, gibt's hier geheime Dope Cupcakes oder so. Dope Cakes. Kann ich mit dir reden? Ah, mit ihm hier, oder? Don't be shy. Coffee, Coffee, Coffee steht da. Coffee, Coffee. Hey, was geht? Hey, ja. Was wirst du heute machen beim Open Mic? Ah, ich werde selbstgemachte schöne Musik mit Keyboard und Looper, was auch immer das ist. Ach so, so Techno-Stuff halt. Cool, ja, klingt geil. Richtig geil, können wir richtig abspacken nachher. Richtig geil. Jawohl, dann hauen wir uns noch ein paar von den Special Muffins rein hier. Und dann geht's ab. Oh, da ist Jackie. Jackie fertig mit Kacken. Wo ist Jackie? Ach da. Na klar, Black on Black oder was? Treffen sich hier die Girls. Ja, Jackie, was geht? Hi. Oh, wir schauen uns so tief in die Augen. Oh, zum Glück bist du hier. Ich bin so nervös. Was? I wouldn't miss it? Ja. Oh, das bedeutet mir so viel. Ach so, I wouldn't miss it. Ich will's nicht verpassen. Ah. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin ja schon so getriggert auf deine Performance und vielleicht hast du schon den einen oder anderen Fan. Okay, ich werde mein Bestes geben. Hast du dich eingetragen? Na klar. Ich werde dich nicht allein den ganzen Glory kriegen. Ah, das ist wundervoll. Ah, es fühlt sich echt besser an. Oh, my legs are shaking. Ah, warum bist du so nervös? Ach, es wird schon alles gut, wenn du erstmal angefangen hast. Es wird alles gut. Das ist Oil, was? Achso, okay, die Wörter werden aus dir raus sprudeln, wie aus einem Brunnen. Ja, vielleicht hast du recht, danke, Rose. Ich bin immer so nervös, ja. Ach, kein Ding. Ich werde dich anfeuern und dann geht's ab. Ja, das bedeutet mir sehr viel. Aha, mhm. Hector, hast du mit Hector über das Setup geredet? Grab a tea or something and relax. Okay, okay, mach ich. Dun, dun, dun. Kann ich hier einen Tee grabben? Teabaggen? Kann ich hier irgendwo teabaggen? Okay, hier stehen alle an und wollen mit der E-Mail labern. Ich muss mit irgendwem noch über das Setup sprechen, oder was? Oder habe ich jetzt schon alle durch und kann mich jetzt nicht mehr unterhalten, oder wie? Hallo? Musik ist ausgegangen. Auf einmal sind wir ganz allein. Hm, kann ich mir hier, ich will mir irgendwie einen Tee greifen oder so. Don't be shy. Hallo? Hi! Hallo, da, blonde Frau! Kannst du mir einen Tee machen? Oder irgendwas Hartes? Vielleicht ein Schüsschen Wodka rein. Hey there. Was kann ich dir bringen? Ich habe dich schon in dem anderen gesehen mit dem Bookstore. Ja, das bin ich. Ich komme halt gut rum, ne? Zwei Jobs. Man braucht heute zwei Jobs mit vier Kindern unehelich in einem Apartment mitten in New York. My parents live out the sticks. Ach, da hätte ich mich so gelangweilt, auf dem Land zu leben. Also ich persönlich lebe gerne auf dem Land, muss ich ganz ehrlich sagen. You are right, ja, da hast du recht. Ich mache auch gern Party und lebe in der Stadt und zahle völlig überteuerte Mieten. Einen heißen Kakao. Ich hätte gern einen heißen Kakao. Mal gucken. Oh, ladies and gentlemen, fantastic espressos, open night mic, yeah, alle klatschen. Wow, danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben heute wirklich ein paar tolle Talente hier. Ihr werdet sehen, euch werden die Schlüpfer aus den Fugen schnalzen, Alter. So krass wird's heute abgehen. Okay. ja, okay. Als Amerikaner haben wir das Recht der freien Rede. Also, nochmal so ein bisschen Liberty. Machen wir hier mal noch ein bisschen Liberty in dem Game, weißt du? Jeder Amerikaner, clap. Soll ich clappen? Okay, ich klappe. Mit meinem heißen Kakao in der Hand. Sehr schön, aber ich muss natürlich applaudieren. Okay, dann hopen wir mal. Oh nein, muss ich das gleich. Machen die jetzt hier Poetry und ich muss das vorlesen oder was? Matt, komm hoch! Ah, komm. Offer Jackie's Zip? Hey, want the Zip? Ist das Kakao? Oh Gott! Natürlich! Das hilft mir wirklich zu relaxen, Alter. Danke, Rose. Erstmal gesippt, Alter. Richtig nice. Hustensaft. Das war kein Kakao, das war Hustensaft. Jetzt hast du ordentlich gesippt.
Okay, dann gehen wir mal. Hey, hey, was stellst du dich hier uns in den Weg? Hier müssen doch noch Plätze sein für uns, oder? Hier, genau da. Setzen wir uns doch mal hin. Ich kann dich von hinten ein bisschen massieren, dann bist du vielleicht entspannter. Okay, klatschen wir einfach mal. Ja, yeah, danke, danke. Every time I say hey, you say ho. You got it? Okay, hey. Ho. Fliegt gleich der Kakao nach hinten bei der Alten in die Fratze. Ho. Toll, das war jetzt eine Performance oder was? Sein Statement? Ah, ein bisschen mehr. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Yeah, yeah, okay. We flex and chill for the thrill. It's modern Ferris wheel called life. Filled with strife. Filled with sacrifice. That we are. Sacrificial offerings for the awful kings. Okay. But we numb the pain with each other's love. It's like an angel from above. This love, this love. Hey, hey, yeah, yeah. Clap. Wow, Wahnsinn, Alter. Wow, Dude, das war richtig krass, Alter. Wow, da hast du aber mal richtig geslammt, Alter. Das System ist fucked. Entschuldigung, aber... ja, es war gerade so im Kontext, hat das wohl gut gepasst, ne? Okay, here it goes. Good luck. I believe in you. Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Werde ich denn heute jemanden abschleppen? I'm excited. Okay, wow, wow. Okay. Thanks. I guess I get right into then. I don't really have a musical talent and I'm not really a poet either. So I guess I just tell a story. Okay, story time. Yeah. Freie Rede, freie Rede. Also, als ich ein Kind war, meine Freunde und ich haben viele Abenteuer in der Nachbarschaft erlebt. Wir haben ein Leben wie die Goonies gelebt. Immer auf der Suche nach Ärger und Gefahr. Und in jede Menge Schabernack sind wir hineingerutscht. Und dann mein Freund John hat uns was gezeigt. Wo hat er uns hingebracht? Zu einer alten Mühle an den Strand oder zu einer alten Mühle? Okay, und in dieser alten und düsteren Mühle, da standen alte Boxen und wir haben in diese Boxen geschaut und da sind wir richtig ausgerastet. Ich wusste nicht, was er uns zeigen wird. Und er hat eine Box geöffnet und es hat wirklich eklig gerochen und in der Box waren... Was war da? Ich muss es wissen, was war denn in der Box? Sag es uns! Toter Mann. A dead body. A moldy rotting corpse. Everyone. Super creepy stuff. Okay. Es war ein Nachbar, der schlechte Deals mit schlechten Leuten hatte und so. Und deswegen war das der Ende eines schlechten Deals. Ich bin nach Hause gerannt, weil mir schlecht wurde. Und ich habe meiner Mom Bescheid gesagt. Sie hat die Polizei angerufen. Und als die Polizei ausging, um ihn zu suchen, da war die Leiche verschwunden. Das muss doch ein Scherz sein. Ich wünschte, es wäre ein Scherz. Und der schlimmste Teil ist, John weiß nicht, worüber ich geredet habe. Oh mein Gott! Vielleicht haben sie mich nur verarscht. Ich werde es niemals herausfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Boah, das war krass, ey. War das eine echte Geschichte? Of course, na klar. Glaubst du, ich mache Scherze über sowas? Ah, das bringt mir ein bisschen mehr, ne? Das lässt. Da fühle ich mich doch jetzt direkt zu dir hingezogen. Oh Gott, gibt's hier nochmal eine Lesben-Action, Alter? Okay, gross. Das war, ne, echt cool. Und jetzt kommt Jackie und bringt uns ihre extreme. Break a leg? Wie, was bricht ihr ein Bein? Keine Ahnung, ey. Bricht ihr ein Bein? Ich dachte, das ist so slangmäßig für Hals- und Beinbruch. Hey everyone, ich bin sehr nervös. Jetzt versuche ich mal, das ein bisschen zu unterdrücken. Und meine beste Freundin Rosin kommt mit und das bringt mir Confidence. Und diese verrückte Geschichte, die sie erzählt hat, hat mir wirklich viel bedeutet. Und das ist jetzt meine letzte Schrift, die ich verfasst habe. Und in diesem Schriftstück, welches sich nennt Anixemie, werde ich jetzt zitieren.
You got this. Okay. I used to be carefree. I used to believe that I could be anything I wanted to be if I just believed. When I was little, I loved the Power Rangers and dressing like a ninja. But one day my parents gave me a Barbie doll, took away all my overalls and told me I needed to start wearing dresses. It was a mess. Still is. Okay. I started dressing like a doll, like the other girls, and my life began to whirl. It made me nauseous. I felt like Barbie plastic and began to dissociate with my body. Now I've got nothing against Barbie. She's just not my body. And soon I couldn't even go to parties. I locked myself in my room so I didn't have to go outside. I wasn't bright. It was anxiety. When society expects you to be something and you just can't be, it's against your identity. The very thought gives me anxiety. It's agony. Okay. Jetzt sitzt 16, I cut my hair short. Ich glaube, da gibt's wieder Lesben-Action. Aber I started dressing in what makes me comfortable. Okay. I put baby on the shelf and I finally feel like myself. But it's still a daily battle every day. I don't fit in with the expectations. I'm not a strong person, but I'm getting stronger. I can't handle parties for long, but it's getting longer. Oh, wow. I found her rose with special powers. Nice. She keeps me calm with her pussy, pretty flowers. Pussy flowers. Thank you. Clap. Woo. Nice. Alter, mein Kakao fliegt davon. So hart habe ich geklatscht. Wirklich sehr, sehr, sehr extrovertiertes Klatschen. So, und was denkst du? Es war so nice. Glaubst du wirklich? Ja, das war fantastisch. Ja, ja. Alright. We're having a quick 10-minute intermission to the next guys. Consider. Feel free to grab some coffee, have a smoke, or stretch a bit. See you in 10 minutes. Ah, ich muss schnell ins Badezimmer. Du kannst gerne rausgehen. Okay, treffen wir uns dann da. Ah, guck mal, jetzt hängen wir hier draußen rum, ne? Poetry Pause. Ich könnte mich jetzt an den Typen ranmachen, aber ich glaube, vielleicht war dieses Gedicht ja für mich geschrieben. Guck mal, hier sind die L's. Die L-Girls. Alter, guck mal, ich will immer erstmal... Was? Er hat Special Muffins. Cupcakes. Gib mir ihr Cupcake. Wow, die waren so gut. Glaubst du nicht? Oh ja. Diese Cupcakes sind super geil, Alter. Ja, toll. Sehr schön. Dann beschäftige du dich mit deinen Cupcakes. Dann gehe ich mal hier zu meinen besten Freundinnen, die ich ja vorhin schon kennengelernt habe. Carly, Alter. Wow, das war echt eine verrückte Story, ey. Ja. Maybe I will, maybe someday. I could never do that. Vielleicht eines Tages. You gotta be there. Ja. Ja, vielleicht werde ich es versuchen. Lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Hey du, kannst du Keyboard für mich spielen? Die Leute wollen drin vielleicht einen Kaffee trinken und du stehst hier. Hey Matt. Hey Rose, cool poem, cool beats. Cool beats, Alter. Geile Beats, danke. Ich bin mehr im Beat als im Lyric. So glad, dass sie... Ich bin echt froh, dass jemandem gefallen, ja. Die Beats sind eine Muse für mich und inspirieren mich. Aber die Lyrics, die waren auch echt nice. Ah, danke Rose, kein Ding. High five, Bro. Ich habe einen fahren lassen, während wir geredet haben. Ich hab's dir nur nicht gesagt. Was ist mit dir, cute Punk Boy? Wow, great job, Alter, es war super interessant, ich habe mein Bestes gegeben. Ach, die anderen waren viel besser. Hey, nothing wrong with that. Was ist los, hey, willst du mich auch noch ein bisschen, was geht ab? Hey, nice story, danke. Willst du eine von diesen Stories vielleicht in meinem Blog schreiben? Wir schreiben Weird Wednesday Blogs und so. Ja klar, schreibe ich eine Story. Über Kadaver, die ich in Kisten finde. Okay, dann treffen wir uns nachher. Mhm, kein Ding, alte Leckschwester. Entschuldigung. Aber irgendwie kommen mir die Frauen hier irgendwie alle so lesbisch vor, seitdem ich diese Lesben-Action hatte. Oh nein, warum guckt sie so traurig? Leute. Jackie, hey.
Jackie, hey! Jackie, hey! Jackie, hey! Ey, die Leute lassen mich nicht durch. Warte mal. Kann ich hier, gibt's hier mehrere Sprechblasen? Habt ihr es gesehen? Jackie, hey! Nee. Jackie! Okay, dann spiele ich jetzt Keyboard. Ach so, ich dachte, ich spiele Keyboard. Jetzt bin ich auf einen Stein geklettert. Nice. Hey, everyone. Die Pause ist vorbei. Kommt wieder rein. Toll, warum habe ich mich jetzt auf diesen Stein gesetzt? Oh, Jackie, komm zu mir auf den Stein. Lass uns ein bisschen rummachen, Baby. Ich mache es für meine Mission. Ich muss die Mission erfüllen. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Ah, ich bin ein bisschen fertig von dieser ganzen sozialen Interaktion. Kannst du, vielleicht bleibe ich ein bisschen draußen und vielleicht, klar, bleibe ich mit dir draußen. Klar, ich bin ja wegen dir hier. Danke, Rose. Oh, ist meine Rauchen hier. Oh, willst du auch was, ey? Das ist Alabama Kusch. Ja, no way, smoking is growth. Nein, danke. That's cool. I don't know. Ich weiß nicht, ob dieser Job was für mich ist. Weißt du, ich bin so ein Freidenker. Oh, ich war schon so lange draußen in der Welt. Du solltest echt vorsichtig sein. Ich glaube, dass Rauchen wirklich stressbedingt ist. Wenn der Stress weg ist, dann geht auch der Drang zu rauchen verloren. Ah, sehr gute Theorie. Ja, wirklich. Ich kann das sehen. Also scheinst du ja gerade ziemlich gestresst zu sein. Ich habe vor dem Ganzen angefangen. Moment. Ach so, ich habe in der Highschool das Rauchen angefangen, bevor diesem, was ich weiß nicht genau, was Anxiety ist. Remember the name of him, weißt du? Wie? Das hieß aber so. It was called Anxiety, right? Ja, das ist... Oh, ich bin so froh, dass du aufgepasst hast. Schnips, oh, ich dachte, sie schnipst dir die Kippe ins Gesicht. Ach, weißt du, ich fühle nicht. Ich glaube, ich brauche keine Zigaretten. Ich fühle mich irgendwie ruhiger. Ja, wirklich. Dieses Gedicht, darüber ging es doch. Hat es. Does that make feel you weird? Nö, gar nicht. Ja, es hat gemacht, dass ich mich gut fühle. Oh, Rose, ich mag dich wirklich sehr. Ich mag dich auch, ja. Can we like hang out more? Oh, yeah. Das wäre echt gut für meine Gesundheit. Ach ja, das würde mir wirklich sehr gefallen. Mir auch, ja, ja, ja. Komm schon. Oh, Lesbian Stein Action, yeah, yeah, yeah. Ich glaube, wir haben uns verliebt, aber ohne Knutschen. Yes! Wir haben es wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft, eine schöne Bescherung zu machen. Wir haben wieder zwei Frauen vereint in dieser Welt. Also, wenn ich eine Partnerbörse hätte, dann gäbe es bald keine Kinder mehr auf der Welt, Freunde. Yay! Flix und Chill, Nummer 2. Yeah, yeah, yeah. Okay, wir haben es geschafft. Im Mund bis zum Schaft. Eine große Wunde klafft. Ich hab's nicht gerafft. Okay, Freunde. Freestyles gibt's heute nicht. Ich bin heute nicht so kreativ. Es ist warm, ich schwitze und ich habe wieder ein Lesben-Date veranstaltet. Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, gleichgeschlechtliche Liebe ist okay oder ist mir auch egal, lasst eine Bewertung da, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei irgendeinem wunderschönen Spiel. Und schaut euch mal ein bisschen um auf meinem Kanal. Manche Videos werden in letzter Zeit nicht angezeigt, ja? Also einfach mal ein bisschen umschauen. Es gibt die Abo-Box spinnt bei manchen Leuten. Falls ihr euch hierhin geführt habt, auch dann kommentieren, bewerten, Gedanken freilassen, Poetry Slam, schreibt eine kleine Poetry unten in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.